Mei, das war ein geiles Auto. Das war, ich habe immer gesagt, der schnellste Lader in Niederbayern, weil von hinten schaut er aus wie ein Lader und vorne wie ein Alpha. Der ist gut gegangen und man hat ihn gehört, wenn man in Deckendorf reingefahren ist. Vorne bei der Grabkirche, dann hast du in der Pflegasse ungefähr gehört, dass jetzt das Auto kommt. Damals. Hat es ja hier noch kein McDonalds gegeben oder was weiß ich. Nach Minger, die Straße war Landstraße. Dann sagt der Armin, fahren wir nach Minger zum McDonalds. Dann sind wir in der Nacht nach Minger zum McDonalds gefahren. Hat sich jeder einen Cheeseburger gekauft und sind wieder heimgefahren. Früher war es ja so, da sind wir gerne Auto gefahren und dorthin und dorthin. Und Beispiel Samstag in der Nacht, 3:30. Dann sagt der Mike, ja, fahren wir nach Korsika. Sind wir ins Auto eingestiegen und sind nach Korsika gefahren. Die damaligen Lebensgefährtin, der Mike, glaube ich, war 2 Tage verheiratet. Die waren nicht so begeistert. Aber jetzt sind wir wiedergekommen. Ungefähr 14 Tage später. Es geht jetzt gar nicht mehr, weil du hast die Verantwortung, du hast die Verpflichtung. Was meinst du, was mir der Auftraggeber sagen darf, wenn ich jetzt nicht komme? Früher haben wir Zeit gehabt, jetzt haben wir keine Zeit mehr, jetzt müssen wir arbeiten, um Geld zu verdienen. Es war gut, wenn du einfach sagen kannst, ja, jetzt tue ich spontan, jetzt tue ich aber auch nichts. Es geht halt einfach nicht. Ich habe das nur in den Schuppen gestellt, weil ich nach Regensburg gegangen bin und in Regensburg mit 2 Autos, das war absoluter Krampf. Dann habe ich ihn von einer Stelle zur nächsten und weiß nicht, ich habe das Auto nicht weggeben können, das weiß ich. Nachher war es ein Problem, wie ich gemerkt habe, dass er zugrunde geht. Aber jetzt hackt mich weiter in meinen Wunden umeinander. Von vorne schaut er eigentlich noch gut aus, oder? Ich weiß, dass ich mit dem Auto eine schöne Zeit gehabt habe. Jetzt ist meine Freiheit, wenn ich hier oben sitzen kann. Ich meine, irgendwann werde ich mal mehr Zeit haben, dann ist die Hoffnung, dass ich das halt herrichte wieder. Ich gebe ja nicht auf deswegen. Wenn mir die Zeit nicht davonläuft, hoffe ich, dass das noch innehält.